Freuen Sie sich auf den frechen Friedrich Freiherr von Furchensumpf mit seiner süßen kleinen Puppe Sascha Gramme. Riesenapplaus. Hier ist er. Ist das? Du siehst irgendwie komisch aus. Ich bin komisch. Nee, aber du gefällst mir gar nicht heute. Du gefällst mir nie. Aber ich lass nichts rausschicken. Ich mach mir halt Sorgen. Warum machst du mir Sorgen? Um deine Gesundheit. Mach dir diese Sorgen um deine Karriere. Nicht, dass du was Schlimmes hast. Was soll ich denn Schlimmes haben, außer dich? Was weiß ich, Vogelgrippe, oder? Sehr, sehr dünnes Eis, sehr, sehr dünnes Eis. Pass mal auf, mein Freund, ich kann Karaoke. Ja, aber warte mal hier. Warte mal da. Ja, witzig, da soll ich denn hin? Ich wäre der Erste, der hier weg ist. Aber irgendwas hält mich fest. Was ist denn das? Das ist ein Fieberthermometer. Was machst du damit? Damit stecke ich mir die Haare hoch. Wirklich? Na, damit messe ich bei dir Fieber. Ach so, okay, dann mach mal. Nee, nicht unterm Arm. Aber nicht im Mund. Darf ich fragen, wo? Am genauesten wäre es im... Denk nicht mal dran. Na komm, dann mach mal A. Oh, sag mal, warst du gestern beim Griechen? Oder tut sie dir die Zähne in den Tzatziki? Tzatziki? Ja, ist ein griechischer Joghurt. Du meinst Tzatziki? Nee, Tzatziki ist eine japanische Automarke. Bringt schon alles durcheinander. Na komm, mach mal A. A. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich denn AA machen kann allein. Du sollst den Mund aufmachen. Dann sagt es doch, ich brauch keine Anweisung. Ich sag ja auch nicht, hey, deine Haare gefallen mir irgendwie nicht. Ich sag, was ist denn das? Das ist doch keine Frisur, das ist ein Teppich. Komm mal auf. Hast du es? Mhm. Pass auf, dass es nicht runterfällt. Ja. Ups, da ist dem kleinen Bauch immer was runtergefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, Thermometer oder Puppe? Ich will nicht zu viel verraten, aber ohne Thermometer kann die Nummer nicht weitergehen. Na komm, bück dich, Dickerchen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für Fotos. Pass auf deine Kniescheibe auf, nicht, dass sie wieder rausspringt. Wie elegant. Wie Nilpferd, das aus dem Wasser steigt. Das ist elektronisch. Und Glück? Na, jetzt müssen wir warten. Warum? Ja, weil, bis es piept. Der piept schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange muss man warten? Ich glaube, eine Minute, ne? Na, das ist langweilig. Das ist aber so. Komm, erzähl einen Witz. Nee, ich kann keine Witze erzählen. Jeden deswegen. Und was ist, wenn keiner lacht? Das kennst du doch. Okay, dann erzähle ich meinen Lieblingswitz. Also kommt ein Mann zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich glaube, ich bin eine Motte. Sagt der Arzt, ja, da sind Sie hier falsch, dann müssen Sie zum Psychiater. Sagt der Mann, ja, weiß ich, aber bei Ihnen brannte noch Licht. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu gehen. Oh. 47, 11. Was? Über 47? Ja, ich bin halt ein heißer Typ. Und Teus ist kaputt. Es war teuer. Es war von Bayer. Gibt's da nichts von Ratiofahren? Ich habe eine andere Idee. Ach, jetzt will er kuscheln. Psst, ich höre dich ab. Hast du schon mal was von Datenschutz gehört? Psst. Wenn du...
Wie nennt sich das? Soziale Felsliege. Ich wollte nur mal gucken, ob du Gäste hast in deinem Vogelnest. Ja, der geht's ja schon wieder ganz gut. Warum liegst du denn jetzt so? Ich wusste, dass du das sagst. Wie, du wusstest, dass ich das sage? Aber weil ich immer schon vorher weiß, was du sagst. Das ist ja Quatsch. Das wusste ich auch, dass du das sagst. Ich weiß auch, was du mich gleich fragst. Was? Genau das. Denn ich bin das Orakel aus Franken. Ich habe das zweite Gesicht. Na, mir persönlich reicht schon dein erstes. Karaoke? Nee, ich kann auch Kawasaki. Ja. Das musst du mir erst mal beweisen, dass du ein Orakel bist. Das werde ich. Mit einer Seelanze. Mit einer was? Mit einer Seelanze. Was ist eine Seelanze? Das ist Französisch. Heißt so viel wie spirituelle Sitzung. Du meinst eine Seance? Ja, das ist nur falsch ausgesprochen. Okay. Das ist doch alles Mumpitz. Du sprichst Französisch? Ja. Was heißt auf Französisch blöder Affe? Das ist einfach so schön Grammel. Ja. Wenn du ein Orakel bist, bin ich Captain Iglu. Dann bist du Captain Iglu. Ja. Ahoi! Klatsch, Galerie! Watch your video, bitte, danke, schöne,